Okay, bitte. Ruhig noch mal an diese Spüle und Herd schauen. Ja. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es hier 8 Kinder, die ich selber gesehen habe, hier gelebt haben, in diesem Zustand, in diesem Dreck. Es hat gerochen, es hat gestunken, es war einfach unglaublich. Ich bin selber eine Mutter und das ist für mich einfach erschreckend. Ich bin einfach nur sprachlos. Okay, bitte. Das war ein Schock. Ich kam hier rein, Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe vorher die Polizei angerufen, kamen wir gemeinsam rein. Also meine Augen konnten das Ganze jetzt nicht glauben. Also so viele Menschen, so viele kleine Kinder, so viel Dreck. Das hat unangenehm gerochen. Es war einfach, da waren für mich jetzt so Sachen, die ich nie gedacht habe, dass sowas passieren könnte. Ohne Mietvertrag irgendwo einzubrechen, reinzukommen, zu leben, sich das Ganze noch gemütlich zu machen, komplette Möbel. Ich glaube, sowas gibt es nicht.
Ich habe einen Anruf bekommen von einem Nachbar, der in diesem Haus wohnt. Er hat nur gefragt, ob die Wohnung schon weg ist. Und warum genau die Leute, hat er jetzt nicht verstanden. War natürlich sehr traurig. Ich habe auch natürlich sofort geantwortet, nein, die Wohnung ist noch frei. Nee, die Wohnung ist schon seit einer Woche bewohnt. Ganz viele Menschen, ganz viele kleine Kinder und sehr unangenehme Leute. Natürlich habe ich mich sofort auf den Weg gemacht und habe ich vorher direkt die Polizei angerufen. Und da habe ich mir dabei so ein bisschen gedacht, wer hier wohnen könnte. Ja, und die Polizei hat geklopft, Türe aufgemacht, sind wir natürlich reingegangen und meine Augen konnten das nicht glauben. Das war einfach komplett alles voll eingerichtet, wo die Wohnung vorher komplett leer war. Zustand dieser Wohnung war jetzt nicht ganz optimal. Aber da sind jetzt viele Sachen wie jetzt die Jalousien, wie die Heizung, wie jetzt die Küche hier, wie viele, wie das zum Beispiel die Farbe, war ja alles weiß gestrichen, war es halt eben nicht. Das haben die natürlich den ganzen Müll, der draußen und im Hof jetzt ist. Ne? Da sind viele Sachen, die jetzt zusätzlich jetzt vermüllt haben, verdreckt haben. Das ist zusätzlicher Schaden. Also das ist natürlich schon viel Arbeit, viel Aufräumen und das muss viel investiert werden, bis man das hier wieder hinkriegen kann. Also ich war sauer, ich war traurig, ich war geschockt. Ich war, ist das noch nicht für jetzt, also ich bin auch sauer und traurig und ängstlich, was noch kommt. Ich habe natürlich auch viel Mitleid mit die, also für die Kinder. Also der Zustand war auch sehr extrem und sehr, sehr traurig. Bin natürlich auch sauer, dass man auch die Leute nicht anzeigen kann. Oder auch wenn man das jetzt, oder also ich könnte die Leute jetzt anzeigen. Ich weiß aber ganz genau, dass man nichts wieder zurückbekommt. Also Schaden, Einbruch, Strom, wir hatten hier über 33 Grad. Temperatur drin gehabt. Die haben natürlich Wasser, Strom, das Ganze, also brauchen wir jetzt nicht alles andere, die Jalousien, das sind Kosten, die bleiben einfach bei mir. Die Schlüssel habe ich auch am gleichen Tag gewechselt. Natürlich, für mich war das ganz, ganz wichtig, weil genau wie die Polizistin gesagt hat, wenn Sie Pech haben, können Sie morgen nochmal einziehen. Renovierungsarbeit, Aufräumen, alles, es beginnt in 2 Tagen und das muss mir auch natürlich, davon lebe ich und das muss natürlich auch richtig schnell wieder möglich gemacht werden, dass das auch hier alles wieder renoviert. Dauert natürlich sehr, sehr lange, kostet natürlich viel, viel Geld, aber das muss gemacht werden. Okay. Okay, und bitte. Ja, kurz den Stopp. Die haben das richtig gemütlich gemacht. Also das ist, das versteht kein Mensch. Also man kann sich dabei denken, ein paar Tage vielleicht mal schlafen, bis irgendeiner nicht merkt. Aber auch dann anstreichen und die Wohnung einrichten, das glaube ich einfach nicht.